にちは。こんにちは。今日もまたお友達が遊びに来てます。イエーイ。今からドイツ語です。もしドイツ語を勉強したかったらぜひドイツ語で聞いてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。So, jetzt möchte ich dich fragen, wie hast du angefangen, Japanisch zu lernen? Ich habe mit 14 angefangen, Japanisch zu lernen. Das ist jetzt schon fast, ja, nee, also es ist mehr als 10 Jahre her. Und mit 14 habe ich mir gedacht, also viele gehen nach Amerika für ein Jahr zum Schüleraustausch. Ja. Und ich habe gedacht, ja, Englisch kann ich irgendwie lernen, aber Japanisch glaube ich vermutlich dann nicht. Und ich habe gedacht, okay, dann machst du so einen Schüleraustausch nach Japan. Okay. Und bevor du natürlich zum Schüleraustausch gehst, musst du dann auch schon mal anfangen, Japanisch zu lernen. Und dann habe ich wirklich angefangen. Also ich habe halt Hiragana gelernt, okay, mit diesem Minano Nihongo gearbeitet, aber wirklich halt nur ein Jahr. Und ich bin dann in Saitama angekommen und hatte dann wirklich, ich konnte Hiragana lesen, Katakana ja, so ein bisschen. Und das war dann alles. Ja, also man braucht Zeit für die Kanji, das ist was anderes. Ja. Und du hast dann einen Austausch, hast du ein ganzes Jahr in Japan gelebt oder hast du nur, also zum ersten Mal? Bist du für eine lange Zeit gegangen oder kürze Zeit? Ich war nur 11 Monate in Japan. Okay. Und dann bin ich wieder zurück. Ich war wirklich ein Jahr komplett nur mit Japanern. Ja. Und danach war ich komplett wieder nur mit Deutschen. Und dann habe ich halt hier mein Abitur gemacht. Und dann hat es mich halt ein bisschen gestört, weil ich war ein Jahr nur mit Japanern und habe halt irgendwie nur Japanisch gesprochen und dann wieder nur Deutsch. Und dann habe ich gedacht, dann studierst du es weiter an der Uni. So, ne? Okay, und dann hast du dann direkt weitergemacht und bei der Uni. Genau, also ich bin dann nach Bonn gegangen, weil in Bonn gibt es relativ viele Partneruniversitäten mit Japan. Ah, okay. Und da gab es halt die Kyoto-Universität, die Waseda, die Keio-Universität, also die hatten halt viele von diesen Partneruniversitäten. Okay. Und in Bonn der Studiengang hieß Asienwissenschaften, weil die Japanologie an sich war so klein, das war halt keine eigene Fakultät. Ah, das ist interessant. Also okay. Das ist echt interessant, genau. Und über die Uni Bonn bin ich dann einmal zu Wasser da, dann bin ich wieder zurück und dann bin ich wieder dahin. Ah, okay, so du hast tatsächlich während des Studiums dann Waseda besucht. Richtig, und, genau. Studiert und was hast du dann dort gemacht? Also was war der Unterschied zwischen was du in Bonn gemacht hast und was du dann im Waseda gemacht hast? Also ich habe in einer Waseda, das erste Jahr habe ich so ein Intensiv-Japanisch-Programm gemacht. Okay. Und also die ganzen Professoren meinten, ja, studier doch lieber auf Englisch, ist doch viel schöner. Und ich habe mir gedacht, nee, wenn du irgendwann in Japan arbeiten möchtest, wenn du dich irgendwann selbstständig machen musst, dann ist es, glaube ich, vielleicht wichtiger, zuerst irgendwie richtig Japanisch zu lernen. Ja, war ich halt ein Jahr in so einem Intensiv-Japanisch-Programm innerhalb der Waseda. Und dann bin ich halt zurück nach Deutschland und es gibt in Heidelberg man Dolmetschen studieren. Okay. Aber ich habe gedacht, okay, aber du könntest das jetzt in Heidelberg studieren und du könntest auch einfach nach Japan gehen und als Dolmetscher arbeiten. So. Und dann bin ich halt wieder nach Japan und habe an der Waseda meinen Master gemacht und nebenbei halt angefangen und dann so Aufträge als Dolmetscher zu bekommen. Also zuerst habe ich Deutsch unterrichtet und dann über den Kunden, den ich Deutsch Unterricht gegeben habe, der hat mich dann nach Übersetzung gefragt. Ah, okay. Also, das war eine Kundin, die hatte ein Konzert, also die war Opernsängerin und hatte ein Konzert zwischen Deutschland und Japan. Also die ganze Planung, das hat über ein Jahr gedauert. Ja. Aber die haben dann halt die aus Deutschland nach Japan eingeladen und dann musste man halt immer hin und her übersetzen, die E-Mails übersetzen, die Songtexte übersetzen, die Einladung auf Deutsch schreiben, die Einladung auf Japanisch schreiben. Und da habe ich halt immer mit dem Übersetzen geholfen. Ja. Ich habe halt mit dem Deutschunterricht angefangen und sie fragte dann von ganz anderen, ja, aber kannst du mir auch ein bisschen mit dem Übersetzen helfen? Und so bin ich halt vom Deutschunterricht zum Übersetzen gekommen. Und okay, darüber habe ich dann mit dir, aber Übersetzen ist ja die eine Sache, Dolmetschen könnte ich ja eigentlich auch. Und, ja.
Genau. Das, und so dann hast du dann quasi so eine organische Weiterentwicklung gemacht. Also das war nicht so, dass du gesagt hast, okay, ja, ab jetzt höre ich mit der Übersetzung auf und fange ich mit den Dolmetschen an, sondern du hast alles... Ich hatte halt auch immer beim Dolmetschen, dass die Kunden einem dann nachher nach Übersetzungsfragen gefragt haben. Ah, okay. Dann ist man mit dem Kunden unterwegs und hat einen Termin und dann fragen die immer, kannst du mir nachher noch das Dokument hier übersetzen? Oder kannst du irgendwie... Manchmal wollen die auch keine Dokumente übersetzt haben, sondern einfach nur, dass du irgendwie einen Anruf und einen Termin für die machst. Ah, ja. Und, das ist auch... Genau, also ich bin dann sozusagen... Übersetzen mache ich halt auch, wenn ich meine E-Mail bekomme. Manchmal habe ich Geburtsurkunden, also Deutsche, wenn die geboren werden. Ja. Oder was hatte ich letztens, wenn jemand stirbt, ja. dann Testament übersetzen. Und das geht halt auch alles in Japan. Man muss es dann halt auch in Japan beim Notar offiziell übersetzen lassen. Ja. Also das hat sich dann irgendwie alles so ein bisschen entwickelt. Okay. Genau. Und würdest du jemanden empfehlen, erstmal so wie du einen Masterabschluss zu machen, bevor die dann anfangen? Oder würdest du Leute lieber sagen, hey, fang halt an und dann schau mal, wie das weitergeht? Der Masterabschluss, den brauchst du nicht. Aber was du brauchst in meinem Fall, dadurch, dass ich in Tokio war, hatte ich halt die Möglichkeiten anzufangen. Dadurch, dass ich in Tokio war, hatte ich halt die Möglichkeiten, als Dolmetscher zu arbeiten, weil es in Tokio Leute gab, die Dolmetscher brauchten. Ja. Und ich denke, in Düsseldorf gibt es halt viele Japaner. Und das kann sein, dass es da halt auch viele japanische Firmen gibt und viele Japaner, die beim Deutschen irgendwie beim Dolmetschen Hilfe brauchen. Hatte ich halt auch in Bonn mal ein paar Mal, wenn man halt hier in Deutschland zum Amt muss oder hier was machen muss und als Japaner dann irgendwie Hilfe braucht, das gibt es auch. Aber ich glaube, in Tokio gibt es einfach viel, viel mehr Aufträge zum Dolmetschen, als es halt in Düsseldorf ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Location wichtiger ist als der Masterabschluss und dass man dann einfach anfängt und es dauert. Ja, wie lange würdest du schätzen? Weil ich schätze, man braucht wenigstens 5 Jahre, um wirklich zu sagen, ja, okay, ich kann das gut machen oder ich vertraue mich und meine Kunden kann ich vertrauen. Ich glaube, es kommt auch einfach am Anfang darauf an, wie finde ich Agenturen, die einem vertrauen oder wie kommt man da rein. Also in Japan, wenn man einen kennenlernt und der einen mag, dann wird man vorgestellt und dann kriegt man mehr. So. Aber wenn man halt von null anfängt, das ist am schwierigsten. Also ich habe einen Auftrag gefunden, weil bei Craigslist stand, dass die einen Dolmetscher gesucht haben. Ah, okay. Und dann bin ich über Craigslist dahin. Das war natürlich komisch, aber die haben wirklich wen gesucht und ich konnte dolmetschen. Ja, super. Der hat dann am Anfang nicht viel gezahlt, aber war ja nicht so schlimm, weil beim nächsten Mal konnte ich dann sagen, ja, ich habe das schon mal gemacht. Ja, und, das stimmt. Dann man muss halt einfach nur schauen, wo man anfängt. Ja, das ist gut. Und würdest du, hättest du das anders gemacht, also jetzt, wo du so viel Erfahrung hast und das so lange gemacht hast, würdest du das anders gemacht hätten oder findest du, dass dieses Werk für dich das die richtige war? Ja, also ich glaube, wenn man jetzt nur an der Uni Japanisch lernt, ist es sehr, sehr schwierig anzufangen. Aber bei mir, Warum, wenn man halt nicht so viele Möglichkeiten einfach hat. Dadurch, dass ich halt an der Uni viel mit Japanern zusammen hatte, habe ich dann den Anruf bekommen, ich muss mal kurz ins Krankenhaus, kannst du mich da mit dem Auto hinfahren und ich muss mit dem Arzt reden, kannst du mir da helfen? Okay. Weil die Japaner, mit denen ich zu tun hatte, wussten, dass ich Japanisch sprechen und Deutsch sprechen kann. Ja. Und dann haben die mich halt angerufen. Und am Anfang war das halt einfach nur, weil ich die Freundin war und da die Bekannte, die Japanisch sprechen konnte. Ja. Und, aber im Endeffekt habe ich so gemerkt, okay, du kannst das machen. Wie kannst du das halt? Ich habe halt bemerkt, dass es viele Leute gibt, die da das brauchen. Und dann habe ich bemerkt, dass Deutsch-Japanisch ist ja die eine Sache, aber das brauchen die nicht so viele. Also in meinem Fall ist es halt so, dass viel mehr Leute dann
Englisch-Japanisch sprachen. Mhm. Und dann habe ich 90% Englisch-Japanisch und 10%, wenn ich mal eine deutsche Firma habe. Dann freue ich mich natürlich. Aber die sagen im Endeffekt, ja, wir würden uns freuen, wenn wir einen japanisch-deutsch-Dolmetscher finden könnten. Aber im Endeffekt, japanisch-englisch-deutsche Firma wäre auch okay. Nur, wir wären sehr dankbar, wenn wir wen finden würden. Also es gibt zwar Bedarf dafür, aber nicht so viel wie japanisch-englisch. Und warum glaubst du, ist das so? Glaubst du, ist es wegen diesem Verhältnis zwischen Deutschland und Japan? Oder ist Englisch halt jetzt inzwischen so international und geprägt, dass man nur Englisch lernen kann? Also ich glaube, die Japaner, die mit deutschen Firmen zu tun haben in Japan, das sind halt meist internationale Firmen. Es sind halt, halt größere Firmen. Also ich hatte jetzt ein paar Energiefirmen zu tun und die haben dann halt 3000 Mitarbeiter. Und die stellen dann natürlich auch erst Leute ein, wenn sie Englisch können. Dass die Deutsch sprechen, ist klar. Dass die Abitur gemacht haben, ist klar. Dass die studiert haben, ist klar. Und dass auch, dass die Englisch gesprochen haben. Wenn du jetzt allerdings mit Familienunternehmen oder mit kleineren Firmen zu tun hast in Deutschland, dann sprechen die natürlich alle nur Deutsch. Aber die meisten Firmen, die halt wirklich mit Japanern irgendwie Business machen wollen, die haben dann halt schon irgendwie 1000 Mitarbeiter oder mehr. Und die können dann einfach Englisch sprechen und sagen, ja, entweder Englisch, Japanisch ist okay. Nur wenn man halt jetzt wirklich mit einem kleinen Mittelständler oder mit einer kleineren Firma was machen will, dann braucht man auf jeden Fall Deutsch, Japanisch. Okay. Nur ich denke, für die großen Firmen dann meistens können die dann halt auch Englisch. Können die auch Englisch. Ja. Okay, also letzte Frage. Wie geht es für dich weiter? Was willst du dann demnächst machen und in der Zukunft? Ich mache auf jeden Fall weiter. Also übersetzen mache ich auch. Aber mir ist es halt wichtig, also ich mag halt die Dolmetscheraufträge auch auf jeden Fall. Und es geht weiter. Unterricht, würdest du weiter unterrichten? Oder? Ja, manchmal. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Event geplant, das war auch ganz lustig. Und also mein Ziel ist es halt, innerhalb von Japan halt so ein bisschen Werbung über Deutschland zu machen und über deutsche Kultur. Cool. Genau, ja. Und ich bin auf jeden Fall dabei. Ich bin weiter. Super. Okay. Super, freue mich. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.